Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu Infra. Lange her, ne? Und so. Ich würde sagen, wir haben letztes Mal, wo hier noch Ende war, haben wir hier uns nicht wirklich alles angucken können, aus Gründen des Zeitmangels. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Ich musste nochmal bis hierher spielen und deswegen. Ich habe das Ganze ein bisschen schneller jetzt geschafft und ich glaube, man hat auch viel länger Zeit hier. So, deswegen, ich werde es jetzt einfach mal nicht alles durchlesen. Die großen Texte überlasse ich euch einfach mal. Ich kann das ja mal überfliegen vielleicht. Hier stehen ein paar vielleicht interessante Sachen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin da schon überhaupt nicht mehr drin. Hier zum Beispiel steht, what was in that train? Irgendwas, was in einem Zug war. Sehr mystisch. So, wir gucken einfach mal alles durch. Ne, weil wir das ja letztes Mal versäumt haben, habe ich mir gedacht, wir fangen einfach mal hier an. So. Diary, bla bla bla. Und das ist auch laut hier, ey. So. Alles mal kurz angucken. So. Hallo? Die zwei Zettelchen wollen wir auch sehen. The two gorgeous dam has nothing but sad memories about my bla 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 bla. Ja. Dann das hier. Das ist eine Menge zu lesen. So. Das. Da haben wir noch ein Bild. Walter's Sisters Apartment. Ah ja. So, dann hier noch den großen. So, da haben wir noch was. Ja, das dauert natürlich ein bisschen. Es tut mir auch sehr leid für die, die es nicht durchlesen wollen. Aber es gibt sicherlich welche, die das durchlesen wollen. Von daher, ja, da ist auch noch ein komisches Bild. Ich bin da, wie gesagt, überhaupt nicht mehr drin. Das ist, glaube ich, das Labor, in dem wir waren. In, bei dieser Kläranlage oder wo das war. So, ach ja, dann haben wir das noch hier. Da haben wir, glaube ich, drauf gedrückt letztes Mal, aber. So. Es ist aber auch einfach zu laut. So, und deswegen würde ich sagen, ich drücke jetzt mal auf den Knopf hier. Und es passiert. Komm schon, du schaffst es. Ja, wir müssen weg hier. So, und damit aber nochmal ein herzliches Willkommen zurück zu Infra. Natürlich wieder mit der Facecam. Wahrscheinlich, Ach ja, übrigens hier, ne, da oben waren wir, glaube ich, gerade drin und da sind wir jetzt komplett durchgebrochen. Ist da noch irgendwas? Nee, ne? So, ich weiß, es ist, wie soll ich denn, ich muss drüber hüpfen wahrscheinlich. Warte mal, das ist der Raum, in dem wir vorher waren, ne? Ah, ja, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Das wird natürlich jetzt besonders viel noch bringen. Was wollte ich? Ach ja, nee, genau. Es ist natürlich kein Horrorgame wahrscheinlich. Auf der anderen Seite sind wir natürlich theoretisch erst zu einem Drittel durch, weil, es gibt ja tatsächlich jetzt drei Parts insgesamt. Und ich weiß, ich bin ein bisschen spät damit dran mal wieder, aber ja, naja, ich habe das komplett verplant, dass
ja noch neue Parts rauskommen. Und ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt. Ich freue mich sehr. Ja, so. Nee, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es ein Horror-Game ist. Ach ja, genau, Batterien und, Batterien für die Kamera und für die Flashlight habe ich übrigens, glaube ich, alle voll. Da ich ja die Rätsel kannte und dementsprechend nur einfach durchrushen konnte, mehr oder weniger. So, ich mache hier gerade mal einen Save. So. So, Entschuldigung. Huch. Ja, ich glaube, sonst können wir nirgends mehr hin, ne? Wir müssen, glaube ich, da runter. Da ist wahrscheinlich... Kommen wir da? Da komme ich doch hin, wenn ich da jetzt runtergehe, oder? Oder? Das ist eine Frage jetzt, ne? Warte mal, ich probiere es mal. Ich breche mir wahrscheinlich die Knochen, aber naja, mal probieren. Ich breche mir die Knochen, alles klar. Okay. Das hat ja nicht so gut geklappt. Naja, hätte ja klappen können. So, ja, ich gehe ja schon. So. Muss ich da was drücken? Nee, alles klar. So, ich habe übrigens gemerkt, weil ich ja nochmal bis hierher spielen musste, weil ich das Safe Game nicht mehr hatte, da ich meinen Rechner schon längst neu installiert hatte seitdem, seit dem letzten Mal. Ich mache einfach mal ein Foto davon. Da ist mir aufgefallen, dass einiges noch, Alter, meine Maus spinnt, dass einiges noch abgeändert wurde im Nachhinein. Und zwar... Vielleicht ist es ja doch ein Horrorspiel. Was sollte das denn jetzt bitte werden? Also ich darf doch sehr bitten, oder? Alter, jetzt habe ich ganz vergessen, wo ich war. Ich darf doch wohl sehr bitten. Alter Schwede. War bestimmt nur der Wind, von dem hier unten sicherlich auch ganz viel reinkommt, nicht wahr? Entschuldigung übrigens, falls ihr ein paar Baugeräusche hören sollte. Der Nachbar ist da gerade ein bisschen am machen. Hallo? Hä? Boah, Alter. Ich hatte jetzt schon so leicht Panik, dass wenn ich mich jetzt umdrehe, dass da irgendwas steht oder so. Huch. Ah, ich will die ganze Zeit F drücken. Aber trotzdem, wo geht's jetzt weiter? Ach so. Oh. War die gerade schon offen? War die nicht gerade... Ach so, hier, komm. Bitte vergesst, was ich gesagt habe. Ach nee, hier dachte ich, wäre eine Tür. Hä, wo geht's denn jetzt weiter? Schlüssel oder so vielleicht? Irgendwo, irgendwie, irgendwann? Das sieht jetzt nicht so nach Schlüssel aus. Ich kann mal reloaden. Wie gesagt, 9 Stück haben wir noch. Das ist natürlich ganz nett. Ja, das ist schon komisch. Hä? Das verstehe ich jetzt aber nicht so ganz. Ich gehe nochmal zurück. Vielleicht haben wir ja einen Schlüssel übersehen. Vielleicht haben wir... Oh. Vielleicht haben wir auch das übersehen. Das kann natürlich auch sein. Könnte natürlich passieren. So, ich muss mal neu hinsetzen hier. So. Die wirft aber niemand, oder? Okay. So. Nein! Oh, Alter. Ein Moment. So, ein Stückchen
weiter hoch. So, und jetzt sind wir hier. Das sieht wieder sehr gesund aus. Allgemein gab es hier ja sehr, sehr viele von diesen grün leuchtenden Pilzen, die immer sehr gesund aussehen. Und auch sehr appetitlich. Da kriege ich immer Hunger. Lecker, lecker. Ja. Ich schätze mal, die werden wir nicht aufkriegen. Ist schwierig. Tja, nö. Das bringt, glaube ich, nichts. So. Huch. Oh. An die Leiter springen geht wohl nicht so einfach. Huch. So. Hä? Muss ich da irgendwie Jump'n'Run jetzt hier vielleicht? Nee, Moment, das ist jetzt aber... Warte mal. Liegt hier auch ein Stein rum? Ach so, ja, da liegen drei Stück. Kann ich da durch? Crouch-Jump vielleicht? Nee, oder? Oh, Hilfe, das ist... Das ist eine Knackwurst. Kann ich das jetzt öffnen? Nee. Kannst doch durchgreifen. Milch. Ach so, ja natürlich. Wir brauchen die Milch. Ja natürlich, klar. Ohne Milch kann man nicht, lässt sich nicht gut arbeiten. Oh, wobei, warte mal. Ich habe einen Verdacht. Ja, lol, cool. Es war sehr cool gemacht. Das fängt schon mal sehr gut an, muss ich sagen. Ja, alles klar. Ich speichere mal gerade. So. Und runter hier. Na. Ja. Ach so, jetzt kommen wir hier hoch. Jetzt dachte ich aber schon. So. Jetzt ging es doch an die Leiter zu springen. Alles klar, das ist ja... Das ist ja jetzt allerliebst. Bringt mir das jetzt was? Ja, irgendwie nicht so, ne? Das verstehe ich jetzt ja nicht. Ich werf nochmal. Ach, deswegen wahrscheinlich auch so viele Flaschen hier. Oh, ich will die ganze Zeit F drücken wegen Dishonored. Da ist ja F-Taste, die Aktionstaste. Ich drücke das nochmal. Nee. Ich dachte, wir müssen vielleicht hier rüberlaufen, aber was bringt uns das? Warte mal. Ach nee, wir müssen wahrscheinlich genau dahin, oder? Nee, also hier ist auf jeden Fall nichts. Und da hinten ist aber noch viel weniger, glaube ich. Okay, warte, ich speichere mal. Was ist das? Ach so, da hätte ich auch durchgekönnt. Ich habe das Gefühl, dass das richtig ist, aber irgendwie auch nicht. Ja, irgendwie auch nicht, ne? Doch. Scheiße. Schnell durch. Aber hey, das war richtig. Nice. Ich hoffe natürlich auch, dass ich diesmal nicht ganz zu hart versagen werde bei den ganzen Rätseln. Das war ja doch ein bisschen schlimm letztes Mal, aber ja, naja. Ach je. Oh je. Ich glaube, ich muss den Ladebildschirm rausschneiden, wa? Habe ich den Zettel und Stift hier irgendwo, sag mal? Da habe ich einen Stift. Moment. So. Ja, den schneide ich mal raus. Bis gleich. So, da sind wir wieder. So. Huch. Still 8 packs of batteries left. Nein, ich hab... Oh, verdammt, ich hab... Oh, scheiße, ich hab nachgeladen. Verdammt. Verdammt, verzeiht mir. Aber ich glaube, wo wir hier das letzte Mal fertig waren, also fertig, hatten wir wahrscheinlich sowieso viel weniger Batterien. Das sieht so aus, als würde es da weitergehen. Aber da ging es ja gerade irgendwo rein. Da gehe ich da erstmal hin. Ich weiß immer nicht, wo ich zuerst hin soll. Oh. Ach nee, wobei das...
Ja, da bin ich. Finally, some fresh air. Oh, lecker, lecker, lecker. Aber wir müssen halt erst nochmal runter. So, ich glaube nämlich, da geht's weiter. Also gehe ich natürlich erstmal dahin, wo ich nicht hin soll. Wenn ich da überhaupt reinkomme, das ist natürlich jetzt die Frage. Aber doch, ich komme da durch. Weil ich speichere jetzt erstmal. Ach, da müssen wir wahrscheinlich was machen, um dort hinten dann weiterzukommen. Okay, alles klar. Um da hinten dann weiterzukommen. Oder? Komme ich denn überhaupt da hin? Hallo? Irgendwie nicht, ne? Da ist eine Leiter vor meiner Nase, Alter. War was? Nee, ne? Huch. Oh. Ja, wie? Das ist ja. Also, das ist ja. Das ist ja Schikane. Hier geht's doch auch weiter, oder nicht? Hot Surface? Wo? Wo? Wo kann ich anfassen? Ah, das finde ich cool. Diese ganzen Gimmicks, die hier eingebaut wurden. Hier auch eine. Was steht denn da drauf? Warte mal. Maria Cola? Kann das sein? Maria Cola? Cool. Oh. That's 9 packs of flashlight batteries. Ach, guck mal, das geht. Darf ich da drauf? Das sieht immer noch recht heiß aus. Okay, nein, darf ich nicht. Haben wir mal unsere zarten Füßchen ein bisschen angebraten. Was ist denn das eigentlich? Ich frage mich, was das ist. So. Das ist recht verwinkelt. Nicht, dass hier irgendwo weitergeht. Nein, okay. Alles klar. Da kommen wir immer noch nicht dran drehen. Ja, mal gucken. Dann gehen wir erstmal in den anderen Raum. So. Mann, 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 ich muss mich echt erstmal an die Tastensteuerung gewöhnen. Huch, so. Ist ja eigentlich eine normale Tastensteuerung, aber ich bin eben jetzt Standard gewohnt. Das ist immer doof, wenn man mehreres gleichzeitig spielt. So. So, da hast du deine Fresh Air wieder. Oh, oh. Ach so, nicht jumpen. So. Can't carry any more of this. Das haben wir nie gehört damals, ne? Ich kann nicht mehr tragen. Das haben wir nie gehört, diesen Dialog. Oh. Ja, das ist natürlich irgendwie logisch. So. All the doors that you could lock, it just had to be this one. Ja. Aha, was ist das hier? Value, bla bla bla, under maintenance. Jetzt ist aus. Sieht richtig aus. Ja, sieht richtig aus. Ich lasse das mal so. Doch, ja, das sieht auf jeden Fall richtig aus. Vielleicht geht die Tür ja gleich auf wegen Feuer oder so. Also wegen Feueralarm. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich einfach beide machen. Ich weiß es nicht. Ist da denn irgendwo ein Zettel, wo wir... Warte mal kurz. Ah. So, ist da denn irgendwo ein Zettel, wo wir mal lesen können? Warte mal, was steht denn da? Oil Consumption. Brenner B, Brenner A. I have like a ton of these things already. Brenner wunderbar. Ja, ich weiß echt nicht. Ich gehe nochmal zurück. Ich gehe nochmal zurück. Wir können ja hier nichts machen. Wenn du mal nicht weiter weißt, leg einfach irgendeinen Hebel um. Wird schon richtig sein. So. Gehen wir nochmal hierher. Mal gucken. Vielleicht können wir ja jetzt am Röhrchen drehen. Huch. So. Nee, da können wir immer noch nicht dran drehen. Das ist natürlich blöd. Hat sich hier irgendwas geändert vielleicht? Ach, nee, warte mal, wenn ich den Brenner A vielleicht noch ausmache, huch, dann, huch, ah, die Tastensteuerung, dann, könnte ja vielleicht sein, dass wir dann, dass das nicht mehr heiß ist dann, weiß nicht, ich frage mich auch, warum das überhaupt noch heiß ist, das sollte doch eigentlich alles stillgelegt sein hier, oder? Bei den ganzen Firmen, die wir ja schon,
ich nenne es jetzt mal im letzten Teil gesehen haben, doch alle sehr intakt noch aussahen, weil das sind beide aus jetzt, ne? Sehen beide aus? Alles klar. So. Au. Da haben wir uns unser zarten Beinchen wieder fast gebrochen. So. Ja. Einfach mal random husten. Warum nicht? Solange du nicht schon wieder wegstirbst, ist alles in Ordnung. So. Achso, nee, drehen können wir da immer noch nicht. Aber jetzt könnte natürlich kalt sein hier. Ja. Nice. Okay. Still 8 packs of battery. Alter. Oh, das. Oh, du bist so heiß, Baby. Oh, ach, da geht's weiter. Alles klar. Entschuldigung. So. Was? Nein, ich mach mich nicht lustig über das Spiel. Was ist das denn für eine Treppe? Was ist das denn für eine Treppe? Ja, also, wer macht denn so eine Treppe, bitte? Das ist doch keine Treppe mehr, das ist doch eine Leiter. WTF. So. Guck mal. Da sind wir jetzt. Ja, ich denke mal, das können wir immer noch nicht mitnehmen. Ja. So, dann gehen wir gleich hoch. Zuerst haben wir hier noch... warte, das ist der Raum jetzt. Genau. Wäre natürlich von Nachteil gewesen, wenn der jetzt noch an wäre. Wo ist denn der angeschlossen? Ach, der kriegt einfach Strom. Ach so. Der ist ja schön. Ich sag mal, das ist so die... Ist das so die Heizung für Arme? Ich weiß es nicht. Vielleicht, ich meine, es hält einen schön warm, ne? Das muss man schon sagen. So, ach so, und da geht das eigentlich rein. Was ist denn das hier? Das ist natürlich eine gute Frage, was das ist. Ich weiß es nicht. So, wir gehen mal da hoch. Und da ist bestimmt zu. Huch, nee. Es ist mal nicht zu. Oh, wow. Eine Tür, die direkt aufgeht. Krass. Hm, und hier sieht es sehr gepflegt aus. Sehr gepflegt. Warte mal, das ist ja so ein Kart-Dingens, wie es in unserem Bürogebäude, glaube ich, auch war. Aber ich denke mal nicht, dass wir in dem Gebäude sind. So, was haben wir denn da? 104 Megahertz. Hä, warum denn Megahertz? Das ist doch nicht, Da müssen wir das irgendwie aus der Ferne steuern wahrscheinlich oder so. Ich weiß es noch nicht. Oder muss ich die alle nur gleich einstellen? Steht das auch auf 104? Nee, das steht auf 106. Signal Interface. Ah, guck mal. Auf 100 MHz leuchtet es nicht. Warte, können wir das denn jetzt öffnen? Das nicht. Vielleicht brauchen wir dann noch eine Karte. Ich verstehe es nicht. Okay. Da ist natürlich zu. Service To-Do List. Investigate the cause of the interference on this crappy radio-based key system and fix it. Toilets. Ausrufezeichen. Oh. Hallo. Hilf mir. Huch. Ruckelt ab und zu mal so ein bisschen. Hä, wo sind wir denn hier? Das sieht alles sehr intakt aus hier. Das sieht nicht so aus, als wäre das verlassen oder so. Weißt du, wir kommen einfach aus so einem shitty Kanal raus. Warte mal. Ach so, jetzt verstehe ich das mit der Frequenz. Die Keycard, die wir haben, die muss man nicht einfach da drüber ziehen, sondern... Die hat einfach einen Sender eingebaut. Verstehe. Dass man quasi seine Hand gar nicht mehr bewegen muss zum Tür aufmachen. Naja, wobei, die Tür aufmachen muss man ja trotzdem noch. Boah, sieht voll nice aus hier, Alter. Voll schnieke. Cool. Ja, die Klappe. Alter. So. Der läuft ja seltsam rum. So. Ein Audi. Oh.
Wie gehen wir da hoch? Das gibt's nicht. Hier schaut's wirklich alles sehr intakt aus. Tja, aber niemand hier, wie es aussieht, ne? Okay. Da geht gar nichts. Broken. Broken, nur falsch rum. So, G2, G1. Ich G1. Da können wir gar nichts machen. Ja, Auditorium. Ach, guck mal, diese Zeitschriften kennen wir schon aus dem ersten Teil. Also aus dem ersten Part, könnte man eigentlich sagen. Ist ja in drei Parts gesplittet. Ah, da geht's noch weiter nach oben. Das sieht irgendwie strange aus hier. Ich glaube, hier sind die Proportionen teilweise nicht ganz richtig. So. Was? Huribo. Evil Beer. WTF. So. Oh, Alter, wie schön. Oh. Ich will da raus. Sofort. Kann ich da, wenn ich jetzt neu hingehe? Nee, das reagiert einfach gar nicht, ne? Kann ich da noch was drücken? Nee. Das reagiert gar nicht, wenn das rot leuchtet. Manche Fratzen, ne? So, Ah, was haben wir denn da? Dear MW, you board members, for your extraordinary work on defending the knights and inserts of the blue collar workers of Stahlberg, I am gifting you this industrial sized box full of delicious sugar free Haribo Evil Beer candy packs. This box should be enough to last you the rest of the year. I hope you will have some sugar free sweet moments and keep up the good work. Metalworker. Ich glaube, meine Kamera ist gerade ausgefallen. Warte mal. Hä? Was ist das denn? Das ist ja seltsam. Okay. Komisch. Ich glaube, die nimmt doch nicht ganz 30 Minuten auf. Wahrscheinlich. Das ist ja blöd. Da ist ein Schlüssel. So. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu viel. Hoffentlich fehlt jetzt nicht die ganze Aufnahme wieder. Das wäre ja richtig blöd. Wäre ja wie am Anfang quasi wieder. So richtig back to the roots und so quasi. Naja, gut. Ich will da unbedingt raus. Warte mal. Ah, wie viel Uhr haben wir denn? Oh, die läuft ja sogar. Viertel sechs also. Boah, schaut schon sehr cool aus hier, ne? Wir gucken mal kurz da hoch. Ach, da ist sehr viel. So, Freunde, ich würde aber sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut. Da haben wir... Ja, da gucken wir dann gleich rein, ne? In der nächsten Folge, würde ich sagen. Und, bis halt zur nächsten Folge, ne? Also, bis dahin, euer Camuno.